Die guten Taten werden den schlechten Taten einander gegenübergestellt. Wenn die guten Taten überwiegen, sei es auch nur eine Hasana, dann wird die Person wo reingehen? In das Paradies. Wenn aber die schlechten Taten überwiegen, dann wird die Person wo reingehen? In das Höllenfeuer. Und wenn es auch eine Tat ist, die weht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِينِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die Waage wird an dem Tag, was sein? Die Wahrheit sein. Derjenige, dessen gute Taten überwiegen, mehr gute als schlechte Taten, so werden das an dem Tag die erfolgreichen sein. Und derjenige, dessen schlechte Taten überwiegen, so werden dieses an diesem Tag die Verlierer sein.